herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das gewünschte Stalltutorial und dann würde ich sagen, let's go! So Leute, also mein erster Schritt ist einmal die Wände machen und zwar mache ich das in so einem, mit so einem Moosgummi hier und dazu brauche ich ein Lineal, Bleistift. Ja, ich weiß, das sieht ein bisschen komisch aus hier. Aber ja. Und eine Schere. Wobei ich das halt schon ausgeschnitten habe. Und das ist ungefähr, also das ist genauso breit und wie das. Und das ist halt die Rückwand. Und dann wird es dann so bemalt mit so Steinen. Und dann mache ich das mal. So, Leute. Ich hab das jetzt gemalt. Da sind so Steine, also, ja, genau, also das sieht halt voll cool aus, wenn man das hat. Hier drauf liegt. Und ja, das wird halt die Rückwand. So, das Ganze mache ich jetzt auch mit den Kleinen. So, hier habe ich die zwei Kleinen. Dann müssen wir schaffen, will. Also auf jeden Fall, ja, sehen die so aus. An der Antenne, also das ist halt so hier so. So Leute, ich bin fast fertig und ich kann euch leider mal mitnehmen im Schnelldurchlauf. Also übrigens, wenn ihr keine Wände machen wollt, dann spult einfach vor. So Leute, ich bin jetzt auch fertig mit dieser Mauer. Genau. Aber ich muss mir dann nochmal sowas kaufen, weil ich brauche hier, weil ich will halt zwei Stellstufen bauen. Und ich habe ja halt schon die zwei, die ich brauche. Das kommt dann halt fürs Zwischenteil. Das braucht halt 6 cm. Also übrigens, ich werde jetzt hier die Rückwand 30 cm machen. Und diese Breite halt 15. Und ja, dann werde ich jetzt auch noch das machen. So Leute, ich habe das jetzt gemacht. Und vielleicht kleben wir die heute noch an. Also schneiden die hier. Und ja, hier habe ich auch schon die 6 cm. Also ja. Hier, von hier bis hier, hier halt abschneiden und hier abschneiden, das mache ich jetzt mal. So, ich habe die jetzt beide ausgeschnitten, also hier einmal und hier und hier. So Leute, wir werden jetzt das hier abschneiden und zuschneiden und das dann da draufkleben und dann sehen wir uns jetzt später wieder. Kommen wir zum Schneiden. Hier ist einmal meine Grundplatte. Die werde ich jetzt noch hier in 15 Breite und 30 Länge einteilen. Und hier haben wir noch das hintere Brett. Das ist 10 cm hoch. Und das ist die Trennwand zwischen den beiden Boxen. Und die ist 6 cm hoch. Und ja, da haben wir noch diese Dinger. Die werden wir hier anbauen. Und ja. Die sind 14 mal 14 und 10 cm hoch. Genauso, das war mein Papa. So, und jetzt gehen wir raus zum Schneiden. Yay! Übrigens, wir haben hier auch noch Schrauben. Und die Platten, die werden noch hier in die Hälfte geschnitten und ich habe vorher einen Fehler gemacht. Und zwar, vorher, die da waren so breit und das wäre eigentlich nur das Zwischending gewesen. Also habe ich die Arbeit umsonst gemacht. Aber nun ja.
Das sind auf jeden Fall so. Und hier muss ich das noch in die Hälfte teilen, aber dazu gleich später weiter. Übrigens, diese Pferde sind meine Testmodelle. Spotty! Meine Katze halt da hinten einfach. Wir wussten gar nicht, dass ja, da war, aber ja, gut, ne? Typisch Kaffee. Au, mau, mau. Also, wir haben jetzt diese Wände, die hier hinkommen. Und da haben wir das hier so reingeschraubt und dann dort mit der Säge halt die Fenster gemacht und es dann abgeschliffen. Und da habe ich jetzt auch schon zwei davon. Einmal hier und hier. Und das ist halt die Rückwand. Und ja. Da kommen halt noch diese Pfosten hin. Die müssen wir aber noch abschleifen, weil ja, die sehen ein bisschen, ja. So, also die würden halt dann hier hinkommen. Und das sieht halt dann so aus ungefähr. Kommt hier nicht hin, oder? Ja, also so. Irgendwie, und dann müssen wir halt das hier festschrauben. Also die werden hier von unten festgestellt. Und ja. So Leute, wir haben das hier jetzt so hingezeichnet, wie das halt so drauf passt. Und die Stempeln, die kommen halt dann hier hin, damit es halt zusammenhält, und die schrauben wir dann von unten ein. Wie schon vorher gesagt, also von hier. Leute, falls sich meine Stimme manchmal so piepsig anhört, dann liegt es daran, dass ich sie verschnellert habe, damit das ein bisschen lange dauert. Und übrigens, es gibt zwei Teile. So, also es wird jetzt hier dann gebaut, was auch immer halt. Wir haben das, wie immer, jetzt eingespannt. Und schnell. Das ist, was ist das hier, kommen wir da an. Und das sieht dann voll cool aus. Das sind halt die Seitenwände. Hier so. Ja. Da kommt dann halt auch noch das da drauf. Ja. Genau. Und ich nehme mich jetzt einfach mit. Also, wir haben jetzt hier schon das gemacht. Das und das. Und das halt. Und hier ist jetzt auch einer. Also, und jetzt kommt halt noch hier. Und das sieht halt mega cool aus. Ja. Genau, aber hier ist halt noch das Kreisbackerl, aber es wird eh überklebt. So Leute, so sieht das jetzt aus. Und ich finde es total cool eigentlich. Hin, oder? Nein! 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 Hier kommt keins hin! Nein! Und uns ist jetzt aufgefallen, dass diese Stempel, die hier hinkommen, kleiner sein müssen, weil es sich sonst nicht ausgeht. Wir müssen so hoch wie das sein spielen. Genau. Gleich wird's laut, da mache ich dann Musik an. Ja, wie der Rest des Videos auch.
Aber ich tue da ja eh das Ding drauf, also. Soll ich 3 Teile draus machen? Aus dem. Ich glaube, wir werden heute noch fertig. Ich glaube schon. Durchlauf, weil sonst wird es ja ewig lang. Tolles Bericht! Bericht richtig hart. So Leute, wir haben jetzt das hier nochmal festgeklebt, weil es ist auseinandergebrochen hier. Und das haben wir jetzt auch noch festgeklebt. Und ja, ich finde das total cool. Und danach kommen halt noch diese Dinger hin. Also die Stäbe. Und ja, wir müssen jetzt aber essen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir haben das jetzt hingeklebt. Aber es muss noch trocknen bis morgen und hier auch noch. Und deshalb sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ciao, bis morgen!